Hi, ich bin Marian und ich zeige dir, wie du deinen IS-Steuersatz ausbauen kannst. Im ersten Schritt löst du mit einem 4er Inbus deine Spieleinstellschraube. Dann nimmst du die Topcap und die über dem Vorbau liegenden Spacer ab. Im nächsten Schritt hältst du deine Gabel von unten her fest und löst dann deine Vorbauschrauben. Jetzt nimmst du deinen Vorbau, die darunter liegenden Spacer und den Steuersatzdeckel ab. Jetzt drückst du den Gabelschaft etwas nach unten, dann die Gabel wieder nach oben und das Lager springt dir mit dem Zentrierring entgegen und du kannst es nach oben hin über den Gabelschaft abnehmen. Im letzten Schritt nimmst du die Gabel unten aus dem Rahmen heraus und im besten Fall legt das Lager wie hier auf dem Gabelschaft auf. Es kann aber auch sein, dass wenn du die Gabel nach unten herausziehst, das Lager im Rahmen festhängt und du es mit deinen Fingern herausholen musst. Eine Besonderheit bei unseren IS-Lagern ist zum Beispiel das AI70 Lagerset. Bei diesem Lagerset werden die IS-Lager eingepresst und müssen beim Ausbau eventuell ausgeklopft werden. Beim Einbau fettest du den oberen und unteren Lagersitz mit Steuersatzfett ein, dann beide Lager von oben und unten und baust dann in umgekehrter Reihenfolge alles wieder zusammen.